Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns derzeit auf der Plasma-Fregatte und haben hier bereits einen Doppelkampf gegen zwei Plasma-Mitglieder durchgeführt und hier kommen wir jetzt nicht weiter. Aua, 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 das hat weh getan. Achtung, die Barrieren stehen unter Strom. Und jetzt müssen wir Hebel finden, um die irgendwie deaktivieren zu können. Und wir waren einzig noch nicht hier unten. Das heißt, wir werden erstmal nach unten gehen. Ja, schon wieder? Hoppla. Sieh mich nicht so misstrauisch an, okay? Ich trage zwar diese Klamotten, aber ich gehöre nicht mehr zu Team Plasma. Ich bin als Spion hier. Für den Fall der Fälle, okay? Es muss schwer sein, seine ehemaligen Kameraden zu bespitzeln. Sag mal, weißt du etwas über ein Fililou, das ihr in Eventura City gestohlen habt? Darüber weiß ich nichts. Das dachte ich mir. Von einer Bande, die stete Weltherrschaft an sich reißen wollte, habe ich auch nichts anderes erwartet. Okay. Aber ich wollte damals wirklich die Pokémon retten. Ja, dann bist du im falschen Team Plasma. Such dir mal ein neues, okay? Das andere ist viel besser mit den weißen Klamotten. So, wir machen weiter mit den Kämpfchen. Ich bin der kämpfende Kehrer. Müll wie dich fege ich einfach weg. Okay. Der kämpfende Kehrer. Ist irgendwie klingt das fast episch. Also epischer, als es tatsächlich ist. Das klingt ganz cool. Rabigator. Ah, ja, gut. Da haben wir jetzt ein kleines Problem mit Irios auf jeden Fall. Unser Angriff sinkt, das ist das geringste Problem noch. Aber dass eine Bodenattacke uns one-hitten könnte, gerade von einem Rabigator oder einem Knirscher, steht, denke ich, außer Frage. Deswegen werden wir mal auf Wollfall gewechselt und hoffen, dass jetzt irgendwie ein Erdbeben oder sowas kommt oder Dampfwalz, irgendeine Bodenattacke, weil die parieren wir dann ohne Probleme. Schmarotzer kommt. Okay, das nimmt unseren Angriffswert und greift uns damit an. Alter. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir so einen mächtigen Angriff haben. Ja. Holy Macaroni. Wir müssten jetzt eigentlich zum Angriff kommen. Wir sind auch schneller, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber das Problem ist, ich glaube, Surfer wird nicht reichen. Knirscher, das dürfte ja noch mehr Schaden machen. Nee, macht es tatsächlich nicht. Das heißt, wir haben einen höheren Angriff als Rabigator? Oder ist einfach nur Schmarotz? Also Schmarotz ist etwas stärker als Knirscher, meine ich. Ja. Schmarotzer würde uns, glaube ich, down kriegen. Das ist das Problem. Und Downen-Reigen bringt zum Beispiel auch nichts. Also gegen Knirscher natürlich schon, aber wenn es Schmarotzer einsetzt, dann zählt unser Angriff. Und dann bringt es nichts, den Angriff von Rabigator zu senken. Das kommt wieder nur ein Knirscher. Ah, es zieht aber echt hart an der Grenze ab. Was wir machen könnten, wäre unsere Verteidigung zu stärken. Das wäre eine Möglichkeit. Damit sollten wir auf jeden Fall einen Knirscher noch überleben und einen Schmarotzer, denke ich auch. Machen wir das mal. Ist, glaube ich, die sicherste Variante. Es sei denn, es kommt wieder ein Volltreffer, was durchaus passieren kann. Grimasse. Okay. In Ordnung. Dann werde ich jetzt mal mit Surfer attackieren. Es kommt ausgerechnet Schmarotzer. Komm schon, das reicht nicht. Oh, okay. Gut. Junge, Junge. Reicht ein Surfer? Das wäre jetzt sehr schön. Er hätte gereicht, okay. Konnte man vorher nicht wissen. Aber wir haben es überlebt. Gut, gut, gut. Gott sei Dank. Das ist eine saubere Niederlage. Eine ziemlich saubere Niederlage, würde ich sogar sagen. So, schnell heilen. Ganz schnell heilen. Weil sonst haben wir Problemchen. Wenn wir wieder auf Vollfalke wechseln sollten. Oder wollten. Oder wie auch immer. Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so effizient ist, noch Irios vorne zu haben. Ist natürlich ein Pokémon, das mega reinhaut. Aber Team Plasma hat doch recht viele Unlichtattacken. Was sehr effektiv wäre. Deswegen macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. So, trägst du jetzt das Glücksei? Hat das jetzt geklappt? Du trägst jetzt das Glücksei, okay. Dann würde ich dir auch wieder deine Holzkohle geben. Wenn du denn magst. Wir gehen dieses Mal nach oben. Ich glaube, wobei wir könnten... Haben wir mittlerweile sortiert? Ich gucke mal ganz kurz bei H. Holzkohle, okay. Genau, hatten wir ja sogar zweimal, deswegen ist es ja auf jeden Fall da. Okay, sonst hätte ich jetzt ganz am Ende der Liste nochmal geguckt. Guti, dann weiter geht's. Gegen dich, komm. Och, komm doch her. Komm doch her, Mädel. Dankeschön.
Ich fange an. Plasma! Woo! Naja, die guten alten Plasma-Leute, die immer ihren Namen schreien müssen. Ich weiß immer noch nicht, warum ihr das tut. Vielleicht könnte uns der Spion da mal so ein bisschen helfen. Oh, Piondragi. Piondragi ist halt so mega... Boah. Mega boah. Okay, wir werden erstmal Luftschnitt machen, in der Hoffnung, dass es eventuell zurückschreckt. Und danach hauen wir eine Rückkehr raus. Giftspitzen. Okay, Giftspitzen ist nicht schlimm. Dann werde ich nochmal den Luftschnitt riskieren. In der Hoffnung, dass es dieses Mal zurückschreckt. Ja, es ist zurückgeschreckt. Okay, nice. Und dann lass das mit der Rückkehr beenden. Das sollte hoffentlich reichen. Es hat halt, wie gesagt, eine sehr gute Verteidigung. Aber wir haben auch einen viel besseren Angriff als Spezialangriff. Von daher, ne? Kann man das durchaus mal machen. Sky erreicht Level 48. Sehr schön. Noch ein Versuch. Lass es mich nochmal versuchen. Nope. Tut mir leid. Tut mir sehr leid für dich. So, hier oben hatten wir noch jemanden. Hallöchen. Ich kann mir einfach nicht merken, wie man sich mit den Teleporterfeldern fortbewegt. Und ein Pokémon habe ich auch noch nicht bekommen. Aber sogar jemand wie ich weiß etwas Nützliches. Um eine Barriere zu beseitigen, muss man 4 Schalter betätigen, indem man auf sie drauf tritt. Ja. So nützlich war das jetzt nicht für dein Team zumindest, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier haben wir Teleporter. Ja, wir bekämpfen erstmal euch alle hier. Hey, kämpft gegen mich. Unser König ist verschwunden, aber wir sind noch hier. Und wir werden einen neuen König finden, ihn krönen. Und dann wird er über die Welt regieren. Ja, ja, so wie Ennis einst tun sollte. Deponitox. Könnten wir One-Hitten? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben schon einmal Rückkehr, glaube ich, darauf eingesetzt, ne? Ich glaube, es war ein... Ne, es war kein One-Hit. Es war kein One-Hit. Aber wir haben notfalls immer noch Ruckzuck-Hieb. Und immerhin haben wir jetzt auch schon ein Levelchen mehr, also wer weiß. Naja, okay. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit der normalen Rückkehr raufgehen. Scheinbar hat es auch die Fähigkeit Bruchrüstung nicht. Jedenfalls hat sich da gerade wertetechnisch nichts verändert. Weiß gar nicht, was die Ponytox sonst noch haben kann. Keine Ahnung. Uah, ich bin seekrank. Wir sind doch... Wir bewegen uns doch nicht mal. Ziel erfasst. Ich werde es umgehend eliminieren. Ich hoffe zumindest, dass wir uns nicht besiegen. Es kann natürlich auch gut sein... Dass wir, ja, gerade irgendwo hinfahren, ne? Dass das voll die Falle war, dass die uns hier raufgelockt haben und jetzt einfach wegfahren. Nach Afrika oder so. Und dann sitzen wir da erstmal. Gut, wir haben einen Phasersnob, auf dem wir fliegen könnten. Und wenn Phasersnob nicht mehr kann, dann haben wir immer noch, Dingens. Ach, schade, ich dachte, es kommt eventuell Schutzschild. Dann haben wir immer noch, Swarones, auf dem wir umherfliegen können. Von daher sollte das schon überlebbar sein. Die Initiative von Rollum steigt. Wird dir nicht viel bringen. Tut mir sehr leid. Bye bye. War sehr schön mit dir. Giftdorn von Rollum vergiftet uns. Nicht so nett. Aber okay. Immerhin Level 49. Dankeschön dafür. Versucht Angeberei zu erlernen. Ist natürlich eine ganz interessante Attacke, aber nee, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Als nächstes kommt Kukmada. Allein wegen der Vergiftung würde ich vielleicht ganz gerne wechseln wollen. Wechseln wir doch mal. Wobei, Kukmada kann uns eigentlich nichts, oder? Kukmada kann uns nichts. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir werden erstmal mit der Rückkehr beginnen. Vielleicht reicht das ja auch schon für einen One-Hit. Kann mir vorstellen, dass es weniger aushält als die Ponytox. Ja, hält es auch. Gut. Wechsel wäre unnötig gewesen, von daher passt das. Das Ziel hat mein Pokémon eliminiert. Wer in aller Welt ist dieser Trainer? Dieser sagenumwobene, gut aussehende Trainer. Wer steckt nur dahinter? Tja, ich weiß es, aber ich werde es dir nicht verraten. Denn ich habe gehört, es ist gut, wenn man bei den Mädels und bei dir natürlich ein paar Geheimnisse hat, wenn man so interessant bleibt. Mhm. Habe ich gelernt. Gut, ein Item. Ein Magmaisira. Okay, damit können wir Magma zu Magbrand entwickeln. Wer bist du? Die Betten in diesem Zimmer sind alle unbenutzt. Wenn du mir nicht glaubst, überzeuge dich selbst davon, bevor du dich ausruhst. Kann ich mich hier immer ausruhen? Hier steht ein Bett. Ein Bett ist sehr bequem. Möchtest du dich ein bisschen ausruhen? Na klar. Das heißt, wir haben hier ein Mega-Pokémon-Center auf Doom, oder was? Na gut. Von mir aus. Hier hätten wir nochmal einen Teleporter. Hier würde es auch nochmal reingehen. Ach, hier sind wir... Ah, okay. Hier kommen wir hier wieder raus. Okay. Interessant. Dann können wir ja nochmal in den Teleporter gehen. Wo kommen wir jetzt raus? Okay. Hier waren wir scheinbar noch nicht. Hier gibt es aber auch wieder super viele Teleporter. Ganz schön verwirrend. Ganz schön dreist von dir, dich einfach so in unser Versteck einzuschleichen. Ja, ist schon frech, ne? Würde ich sagen. Aber, hey. Passiert, Leute. Passiert. Kann man nicht ändern. Eine Herausforderung von Team Plasma.
Ripple mit einem Rockheimer. Rockheimer ist ja noch nicht so gefährlich wie Rabigator. Dennoch nicht ungefährlich, ne? Vor allem, weil Rabigator eventuell... Okay, Rockheimer auch schon. Unseren Angriff sinkt. Ich denke, es wird trotzdem die beste Alternative sein, mit Rückkehr anzugreifen. Über die Hälfte macht es auf jeden Fall an Schaden. Ah, es hat sogar... Oh, jetzt kommt ein Angriff mit unserem Angriff, aber... Wow. Der war enttäuschend. So schwach bin ich. Ach stimmt, unser Angriff wurde ja gesenkt. Hm, Pech gehabt, was? Da bringt dein Bedroher nicht so viel. Bedroher und Schmarotzer ist echt eine uncoole Kombination. Radikal. Alula Radikal vielleicht schon? Hm. Man weiß es nicht. Radikal habe ich ein bisschen Angst vor. So ein bisschen. Ich glaube, da setze ich mal Leon ein. Einfach, weil ich Leon schon eine Weile nicht mehr eingesetzt habe, okay? Das passt schon. Herrlichen Radikal. Wie geht's dir so? Oh Gott, es ist so bedrohlich mit seinen Zähnen, die aufeinander klappern, ne? Es wird echt nicht mehr schön. Psycho-Kanis. Machen wir mal. Risiko-Tackle. Cool. Ist eine ultra starke Normalattacke, wenn sie Step bekommt. Mit Step insgesamt Stärke 180. Oh, das überlebt einfach. Das überlebt einfach. Oh. Sehr gut. Ich glaube, wir setzen einfach einen Supertrank ein. Das wird sich jetzt mit Risiko-Tackle schon alleine besiegen, oder? Ich hoffe es mal. Ich denke doch mal. Komm schon, besiege dich selber, Radikal. Töte dich. Töte dich. Los. Och, es kommt nur Superzahn. Ja, aber jetzt nicht so optimal. Vor allem, weil es schneller ist. Ich setze nochmal den Supertrank ein. Kommt jetzt vielleicht dann irgendwie mal Risiko-Tackle? Vielleicht? Wäre doch jetzt viel sinnvoller, wo ich so wenig KP habe. Jetzt kommt wieder Superzahn. Okay. Okay. Bisschen ungünstig gerade, weil wenn ich jetzt angreife, kommt sowieso wieder der Risiko-Tackle. Wetten? Gewiss. Eine sehr effektive Attacke sogar. Ich habe kurz Angst gehabt. Ein Glück war sie nicht so stark. Eieiei. Okay, Level 50 für Leon. Nehmen wir gerne mit. Vor allem, weil es gerade nicht unspannend war. Jemand, der so stark ist wie du, darf ruhig auch ein bisschen dreist sein. Okay, danke. Ich habe die offizielle Erlaubnis von einem Team Plasma-Mitglied, Scheiße zu bauen. Also, so habe ich das jetzt verstanden. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das genau so gemeint ist, ne? Guck mal, Sky ist übrigens das Pokémon mit unseren meisten KP wahrscheinlich. Nestoria kann auch noch ganz gut mithalten, aber ist auch zwei Level höher. Von daher wird Sky wahrscheinlich die meisten KP haben. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht, Sky. So, guten Tag. Na, wie geht's dir so? soll ich dir demonstrieren, wie gut ich mit dem Pokémon umgehen kann, das man mir zugewiesen hat? Oh, das wäre interessant, wenn du jetzt ein Kleopatra hättest. Das wäre sehr interessant. Du besitzt ein Pokémon, und zwar Smogmog. Okay. Smogmog ist jetzt auch nicht uncool. Vor allem nicht ungefährlich, weil es Explosion beherrscht. Luftschnitt. Schreck mal bitte zurück. Matschbombe. Aua, das tut auch schon mächtig weh, denke ich mal. Ja, nicht wenig auf jeden Fall. Rückkehr, reicht das aus? Ich denke schon. Smogmog hat zwar eine gute Verteidigung, aber wir haben halt auch echt einen guten Angriff. Nice. Okay, zum Glück keine Explosion, die auf uns zugesteuert kam. Das ist wichtig. Level 50, sehr schön. Ah, Plasma! Oh je, das ging nach hinten los. Das ging extrem nach hinten los. Mann, Mann. So, super Tränkchen. Die brauchen wir aber gerade auch immer mal wieder, ne? Naja. So, weiter geht's. Wobei wir hier, glaube ich, auch in den Betten uns immer ausruhen könnten. Egal. Hier geht's wieder hier raus. Okay. Hier scheinen auf jeden Fall noch einige Trainer zu sein. Gehen wir mal hier rein. Wir könnten auch mal eine Druckplatte per Random finden eigentlich, ne? Hallöchen, du kämpfst nicht? Das legendäre Pokémon Reshiram, das die Einer-Region erschaffen hat. Ja, okay. Für Reshiram wurde ein Pokédex gelegt. Und Seacom, das andere legendäre Pokémon. Ja, okay. Für Seacom wurde auch ein Eintrag angelegt. Mit diesem Pokémon wäre es ein leichtes, über die Einer-Region zu herrschen. Das kann sehr gut sein. So, wo sind wir jetzt? Haben wir gegen euch schon gekämpft? Nee, auch nicht. Also hier sind extrem viele Trainer und wir finden irgendwie keine Druckplatten. Ein Eindringling! Das ist ein Job für das Pokémon, das ich diesem Kind geklaut habe. Ich glaube aber nicht, dass irgend so ein Randy hier einfach Felilu hat. Das glaube ich nicht. Aber es würde natürlich passen. Zurokex. Okay. Sollte jetzt keine große Gefahr werden.
Zurückkex hat zwar ganz gute Verteidigungswerte, aber es ist immerhin noch kein Irokex. Das heißt, sollte machbar sein. Ja, reicht aber eventuell auch noch nicht aus. Na doch, es reicht aus. Sehr schön. Wunderbar. Zurukex ist down. Und als nächstes kommt Cleopada. Es ist kein Felu, aber es kann sich ja weiterentwickelt haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es da noch was mit auf sich hat. Aber ich denke nicht. Ich glaube, wenn jemand Felilu hat, dann hat er wirklich nur Felilu, beziehungsweise Cleopatra und nicht noch irgendein random Pokémon. Mann, ist dieses Pokémon schwach. Ich muss mir sofort ein neues klauen. Hey, jetzt mal ganz ruhig hier. Je mehr Pokémon wir stehlen, desto weniger Trainer gibt es auf der Welt. So sinkt auch die Zahl unserer Gegner. Das ist natürlich ziemlich clever von euch, aber naja. Pokémon klauen ist nicht nett, okay? Ich bin eins der stärksten Mitglieder von Team Plasma. Man nennt mich auch Madame Cesurio. Cesurio ist tatsächlich ein Problem. Okay, als erstes hast du Gladiantri. Okay, Gladiantri kriegen wir eventuell noch gerade so hin. Mit Sky. Und danach müssten wir wechseln. Wahrscheinlich sogar auf Dings. Auf Erios. Können wir mal gucken. Rückkehr vielleicht über die Hälfte gerade so? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh doch. Nice, okay. Flitzer kommt. Ja, wird gut Schaden machen. Auch ein Volltreffer. Und Rückkehr, Get Down, Gladiantri. Sehr gut. Ich glaube aber, dass Cesurio relativ langsam war, meine ich. Hoffe ich. So, wechseln wir mal auf Erios. Ja. Wir bräuchten dringend eine Kampfattacke. Irgendwer muss Kampfattacken können. Weil Kampf ist gegen so viele Typen sehr effektiv. Unlicht, Normal, Gestein, Eis, Stahl. Ich glaube, das war es noch nicht mal. Da gibt es, glaube ich, noch mehr. Ja, Funkenflug. Okay, wir sind zumindest schon mal schneller als Gladiantri. Das ist wunderbar. Und dass es One-Hit sind, steht außer Frage. Dafür sind wir zu stark. Und nochmal Gladiantri. Okay. Madame Cesurio ohne Cesurio. Das ist sehr schön. Entwickelt sich aber, glaube ich, auch erst auf 51 oder so. Etwas über 50. Von daher ist das ganz gut so, ne? Das ist ganz nett so. Wunderbar. Ein brillanter Plan wie unserer zieht Störenfriede wie dich magisch an. It's magic, it's magic. Yay. Okay. Okay. Ich glaube, dann Achtung, Achtung. Eindringlinge an Bord. Alle Mann auf Gefechtsstation. Aber wir haben doch schon, dich haben wir doch bestimmt schon besiegt, oder? Nee, auch noch nicht. Wir werden siegen, auch wenn wir diesmal keinen Helden als Rückendeckung haben. Aber was bedeutet das? Alle Mann auf Gefechtsstation. Kommen jetzt noch mehr Gegner? Glaube ich nicht, weil eigentlich waren das jetzt hier auf jeden Fall schon genügend Gegner, damit wir erstmal weitermachen können. Kapuno. Ja, aber ein Trikefalo wird sie nicht haben. Definitiv nicht. Kapuno entwickelt sich auf 54 weiter und dann entwickelt es sich auf 65 oder sowas. Irgendwie so in dem Dreh. Das heißt, das sollte jetzt nicht die größte Gefahr für uns werden, obwohl wir natürlich auch schon mal von einem Milza ja, hart angegangen wurden. So, Kapuno Nummer 1 ist down. Das ist doch schon mal schön. Als nächstes kommt nochmal Kapuno. Ja, machen wir jetzt einfach noch weiter. Und danach können wir dann mal das Glücksei weiterreichen an Svarones oder sowas vielleicht. Ich denke, das wäre ganz in Ordnung. Dann kann es da auch wieder ein bisschen aufschließen. Und Erios geben wir es dann auf jeden Fall spätestens Sneebel. Okay, wir sind schon relativ angeschlagen, ne? Sneebel. Sneebel ist halt richtig schnell. Und kann Eisattacken. War nicht das cleverste, glaube ich, drin zu bleiben. Ich gebe mal einen Supertrank. Ich weiß halt nicht, ob wir schneller sind, weil Sneebel ist schon extrem schnell. Kreideschrei. Okay, wir haben die Attacke zum Glück abgewehrt. Alles wunderbar. Wenn Rückkehr kommt, ist ein One-Hit. Ich war mir nur nicht sicher, ob Sneebel eventuell schneller ist. Aber scheinbar nicht. Weil Sneebel gehört schon zu den ziemlich schnellen Pokémon. So, okay. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet hat, dass alle auf Gefechtsstationen sind. Aber es könnte bedeuten, dass es jetzt noch einmal ein wenig spannender und gefährlicher wird. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann, machen wir hier weiter auf der Plasma-Fregatte. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.